Das hier ist Kila, der Cockapoo. Und Kila durfte fliegen lernen. Warum habe ich das gemacht? Um euch zu zeigen, was passiert, wenn euer Hund nicht angeschnallt ist. Und dann habe ich für euch natürlich auch recherchiert, wie ihr euren geliebten Vierbeiner am besten sichert. Denn an diese Informationen heranzukommen, ist nicht ganz einfach. Deshalb habe ich sie für euch zusammengefasst. Also, bevor ich jetzt böse Kommentare bekomme, Kila ist natürlich nicht wirklich geflogen, das hier ist passiert. Und um das Ganze in Perspektive und Kontext zu rücken, das Auto war so schnell. Beziehungsweise langsam. Das sieht jetzt schon halbwegs dramatisch aus, obwohl es sehr langsam ist. Aber um das Ganze nochmal zu veranschaulichen, habe ich auch gefilmt, was passiert, wenn man zumindest etwas schneller unterwegs ist. Natürlich nicht mit Kila, sondern mit Pua, dem Schwein aus Vajana. Wenn man bei 30 km/h einen Bremsschlag ausführt, passiert das hier. Danke, Pua, das war sehr eindrücklich. Denkt daran, dass Pua hier sehr, sehr leicht ist und lange nicht die Kräfte entwickeln kann wie Kila und ihr großer Bruder Konrad. Pua wiegt keine 500 Gramm. Selbst bei einem leichten Hund von 5 Kilogramm sieht das dann deutlich dramatischer aus und der Hund fliegt auch einfach weiter. Gut, jetzt sollte jedem klar sein, dass ungesicherte Hunde im Auto ein großes, großes No-No sind. Wenn ihr euch erwischen lasst, müsst ihr mit einem Bußgeld rechnen. Viel wichtiger ist aber, dass ihr das Leben eures Hundes und auch von euch selbst gefährdet. Denn so ein fälliges Geschoss kann beim Unfall wirklich niemand gebrauchen. Also schnallt euren Hund an. Die Frage ist natürlich, wie? Es ist gar nicht so leicht herauszufinden, wie man einen Hund sicher transportiert. Bei nur wenigen Produkten steht explizit dabei, dass sie getestet wurden und was das Ergebnis ist. Und eine gesetzliche Prüfpflicht gibt es in Deutschland nicht. Der ADAC gibt immerhin auf einer Seite Empfehlungen aus. Danach sind die sichersten Varianten eine Hundebox im Fußraum des Rücksitzes oder im Kofferraum. Den Hund einfach so in den Kofferraum zu setzen und dann so ein Trenngitter zur Fahrerkabine zu haben, schützt euch übrigens sehr gut. Leider den Hund nicht, der bei einem Unfall durch den Kofferraum wild durchgeschleudert wird. Und deshalb ist auch im Kofferraum eine fest verzurrte Box nötig, in der der Hund nicht zu viel Platz hat. Die ist dann aber laut ADAC auch sehr sicher. Den ganzen Test vom ADAC habe ich euch im Beschreibungsfeld verlinkt, lest euch das auf jeden Fall mal gut durch. Jetzt gibt es natürlich die Option, es bequemer für den Hund zu gestalten. Das geht ganz klar auf Kosten der Sicherheit. Darüber müsst ihr euch bewusst sein, wenn ihr euch entscheidet. Denn nicht so sicher wie Boxen sind Anschnallsysteme. In stabilen Ausführungen sind diese aber immer noch ein Schutz für euch und euren Hund. Also auf jeden Fall gar keine Sicherung, definitiv zu bevorzugen. Hauptsache, bitte, bitte, ihr lasst euren Hund nicht frei im Innenraum rumlaufen, das ist echt krass gefährlich. Fazit. Egal wie ihr es anstellt, sichert euren Hund. Das zählt. Wenn euch dieses Video geholfen hat, abonniert doch den Kanal für noch mehr spannenden Content. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß mit euren hoffentlich gut gesicherten Vierbeinern.